Um mit Word wirklich effizient arbeiten zu können, lohnt es sich, in den Optionen ein paar Einstellungen anzupassen. Die Optionen findest du unter Datei, hier unten Optionen. Unter Allgemein sind, wie der Name sagt, allgemeine Einstellungen, die das ganze Programm betreffen. Beispielsweise, wenn Word nicht automatisch geöffnet wird, bei Word-Dateien, das kann mal sein, dass das untergegangen ist, so kannst du das nachträglich noch beheben. Unter Anzeige hättest du die Möglichkeit, gewisse Zeichen, die unsichtbar sind, dauernd einzublenden. Dafür haben wir aber einen anderen Befehl, das lasse ich mal so bestehen. Die Dokumentprüfung, die ist wichtig. Diese Korrektureinstellungen kannst du mal lassen. Ebenso die Rechtschreibekorrektur könntest du hier anpassen. Lassen wir ebenfalls, aber hier diese Autokorrekturoptionen. Da würde ich einige Einstellungen ändern. Zuvorderst unter Autokorrektur, das kannst du vielleicht noch lassen, aber bei Autoformat, da wirst du dich sehr ärgern müssen, wenn da automatisch zum Beispiel eine Aufzählung gemacht wird, Rahmenlinien, die da automatisch erzeugt werden, genauso wie Nummerierung und Tabellen. Das mache ich lieber manuell, da habe ich mehr Kontrolle darüber. Ebenfalls diese beiden Optionen hier deaktiviere ich. Bei Autoformat, auch da bin ich zum Teil nicht gerade erfreut, wenn der Word sich selbstständig macht, aber das lassen wir im Moment mal. Mit OK kommen wir wieder zu den Optionen zurück. Unter Speichern legst du das Standardformat fest. DocX ist sicher sinnvoll. Früher hatte man noch andere Formate, die üblicher waren. Jetzt ist das schon sehr verbreitet. Ebenso könntest du einstellen, in welchem Ordner das die Dateien standardmäßig abgelegt werden. Dokumente ist sicher sinnvoll. Bei der Sprache ist im Moment bei mir Deutsch Deutschland eingestellt. Ich lebe, wie man hört, in der Schweiz und deshalb wähle ich noch eine weitere Sprache. Deutsch Schweiz hinzufügen und das soll meine Standardsprache sein. Das ist dann allerdings erst nach dem nächsten Neustart aktiv. Ist egal. Das ist im Moment ja eigentlich nur eine Vorbereitung. Genauso kannst du, wenn du häufig in Französisch oder Englisch schreibst, hier noch weitere Sprachen dazunehmen. Unter Erweitert hast du sehr viele Möglichkeiten, die Funktionsweise von Word noch anzupassen. Ich empfehle dir, da automatisch ganze Wörter markieren zu deaktivieren. Das finde ich sehr mühsam, wenn da immer gleich alles miteinander ausgewählt wird. Den Rest lassen wir einmal. Hier könntest du einstellen, wie ein Text eingefügt wird. Auch das lasse ich mal, das kann man auch im Moment dann jeweils noch bestimmen. Hingegen diese Einstellung finde ich weniger günstig, da kommen wir später dann nochmals darauf zurück. Ein Bild soll nicht als Text eingefügt werden, das finde ich ein bisschen absurd, sondern nehmen wir hier quadratisch. Das heißt, das Bild wird auf den Text gesetzt und der Text fließt rundherum. Dann hätten wir hier noch Einstellungsmöglichkeiten zur Bildqualität, zur Anzeige generell, zum Drucken und so weiter. Aber ich denke, diese Einstellungen können wir mal so belassen. Und wenn dich dann etwas stört, kannst du immer nochmals darauf zurückkommen und diese Einstellung, die dir Mühe macht, ausfindig machen. Auch das Menüband anpassen lassen wir im Moment bestehen. Das Menüband ist ja dieses Band hier, das sich da je nach Wahl des Reiters ändert. Und da kannst du Befehle, die du häufigst brauchst, noch hinzufügen oder solche, die nur im Wege sind und die Übersicht versperren, entfernen. Auch das lassen wir und genauso kannst du die Symbolleiste noch anpassen. Ja,
Jetzt sind wir eigentlich gerüstet und können nun wirklich loslegen. Ich bestätige und jetzt werde ich aufgefordert, Word zu starten, damit diese Einstellungen wirksam werden.